Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Soul Food Journey. Bevor nächste Woche die Bewusstseinswoche Essstörung auch hier im Podcast stattfinden wird, gibt es heute noch ein wundervolles Interview mit Alisa Büchel. Ich habe mit Alisa, die sehr viel in der Weltgeschichte unterwegs ist, mit ihrem Partner über das Thema Beziehungen gesprochen. Beziehung zu sich, Beziehung zum Partner, Beziehung zum Umfeld. Und ich wünsche dir jetzt ganz, ganz, ganz viel Spaß mit diesem tollen Interview. Ja, liebe Alisa, ich freue mich wahnsinnig, dass du heute hier bist im Podcast Soul Food Journey. Obwohl du gerade gar nicht in Deutschland bist, sondern in Phuket, hast du mir gerade erzählt. Ja. Eine absolut andere Welt nehme ich an, wie hier in Deutschland. Und vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich freue mich sehr, dich heute den Hörerinnen und Hörern vorstellen zu können. Schön, dass du hier bist. Und ich würde auch einfach mal direkt loslegen und dich bitten, dich mal ganz kurz als Persönlichkeit vorzustellen. Wer du bist, was dich ausmacht, was sind deine Werte, wie sieht dein Leben aus? Wie sieht mein Leben aus? Ja, wo fange ich denn da an am besten? Wie du schon gesagt hast, ich bin gerade in Phuket in Thailand und das seit gestern. Wir hatten einen kleinen Kulturschock. Ich bin mit meinem Partner unterwegs, mit dem Tim. Und wir beiden, wir haben eine Plattform geschaffen, die nennt sich Basic Principles. Und diese Plattform, die richtet sich oder die geht komplett rund um das Thema Beziehung. Beziehung zu dir selbst, Beziehung zu deinem Partner und Beziehung zu deinem Umfeld. Und das, wo ich eigentlich herkomme, ist etwas ganz, ganz anderes. Ich komme nicht aus dem Coaching-Bereich. Also das, was wir jetzt machen, ist Coaching. Wir haben jetzt ein E-Book gerade gelauncht zum Thema Beziehung 2.0. Also wie du deine Beziehung einfach auf ein neues Level bringen kannst. Das hört sich immer so blöd an. Aber es geht darum, dass wir eben die modernen Beziehungsprobleme beleuchtet haben, weil wir eben sehr, sehr viel auf Reise sind in unterschiedlichen Ländern, mit unterschiedlichen Kulturen, sehr viele Erfahrungen einfach für uns mitgenommen haben in unserer Beziehung und in all dem, was wir erlebt haben. Und das haben wir jetzt komplett zusammengepackt. Und wir wollen jetzt weiterhin eine Bewegung kreieren, die nennt sich ein Movement kreieren, quasi mit Menschen, die eben sich gerne in ihrer Persönlichkeit entwickeln möchten, in sich und trotzdem gemeinsam mit dem Partner, ob das eben möglich ist. Weil wir sehr viele Menschen getroffen haben, die gesagt haben, ja, Persönlichkeitsentwicklung finde ich total cool, ich mache sehr, sehr viel für mich, ich bin mit mir im Reinen, ich bin mit mir eins, ich bin sehr viel auch für mich unterwegs und auf Reise und besuche Seminare und Coachings, aber mit meinem Partner fällt mir das sehr, sehr schwer, weil mein Partner versteht mich nicht, der ist anders oder in meinen anderen Beziehungen, in denen ich war, hat das nicht funktioniert und wir haben jetzt versucht, das Ganze eben gemeinsam zu machen, gemeinsam in eine Richtung zu gehen, aber trotzdem jeder für sich quasi, das ist eben unser Motto, eins sein und trotzdem zwei bleiben, dass man eben nicht zu einem zusammenwächst, sondern jeder eben noch für sich sein kann. Genau, und eigentlich komme ich aus der Schauspielerei. Also ich bin gelernte Schauspielerin und habe viele Jahre als Casterin gearbeitet, 5 Jahre lang, um genau zu sein, in einer Produktionsfirma. War viel unterwegs, viel in Deutschland, Österreich, der Schweiz, habe Menschen gecastet, ja. Also quasi hinter der Kamera gearbeitet, als Redakteurin auch und geschrieben Ja, auch vor der Kamera gestanden und mache ich auch heute noch. Also ich bin heute auch noch Moderatorin, moderiere Veranstaltungen und spiele auch nach wie vor. Genau, also das sind so meine drei Bereiche, in denen ich mich bewege. Genau. Wahnsinn, total, total vielseitig, kreativ in jeder Hinsicht und sehr, sehr spannend. Und das war ja auch so ein bisschen mein Hintergedanke, als ich angeschrieben habe, weil ich eben über diesen Satz gestolpert bin. Und ich glaube, er stand auf eurer Website, eins sein, zwei bleiben, oder? Das steht auch auf der Seite, glaube ich. Das steht genau bei uns, ja.
Ja, und da bin ich hängen geblieben. Ja, das kann man wirklich so sagen. Ich bin da hängen geblieben und habe da ein bisschen drüber nachgedacht. Und dachte mir dann, ja, das ist ein Thema, was ganz, ganz viele beschäftigt. Und auch wenn ich jetzt mit natürlich Menschen, die eine Essstörung haben, mit denen arbeite, wo es immer im ersten Schritt um die Reise zurück zu ihnen selbst geht, kommt natürlich immer irgendwann der Punkt, an dem dann, ja, an dem dann jemand wieder mit sich selber im Einklang ist. Doch dann werden die Beziehungen hinterfragt und wird halt hinterfragt, naja, aber wie kann ich denn jetzt bei mir bleiben, wenn alle anderen um mich herum und vor allem mein Partner sich überhaupt nicht mit sich selbst auseinandersetzen und auch somit auch nicht bewusst mit der Beziehung auseinandersetzen. Und dann dachte ich mir, das ist so ein wichtiges Thema und ich fand das so interessant und würde deswegen so gerne viel mehr darüber erfahren und von dir eben auch erfahren, wie ihr das macht, wie eure Erfahrungen aussehen, wie deine Reise auch aussieht, sodass ich dachte, okay, 1, 2 bleiben, das muss ich bei Soul Journey mit reinbringen. Und wie seid ihr denn darauf gekommen? Also wie habt ihr euch sozusagen selbst gefunden, jeder für sich? Und dann gemerkt, naja, doch irgendwie braucht man ja trotzdem noch eine gemeinsame Reise dann. Genau. Was heißt selbst gefunden? Das Ding ist, wir sehen das ja als endlose Reise. Ja. Also wir sind ja immer noch auf Reise und wir werden das auch immer sein, weil wir uns ständig immer weiter, immer neu entwickeln. Das Coole ist ja, du kommst an einen Punkt und denkst dir so, boah, jetzt weiß ich so viel. Ja, also jetzt, ich hatte das schon zum Beispiel nach meiner Schauspielausbildung, dachte ich, ich weiß total viel über mich, über meine Psyche. Ich habe mich mit mir auseinandergesetzt. Ich habe echt total einen Plan. Null. Dann kommst du an einen Punkt, wo du so herausgefordert bist und einfach überhaupt nicht mehr weiter weißt und immer wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeführt wirst und dir einfach neue Wege, neue Möglichkeiten, immer wieder quasi neue Türen in dir findest, wo sich wieder Dinge hinter verbergen, die du einfach vorher nicht gesehen hast. Mm. Und dann gehst du auch mit diesen Dingen wieder liebevoll um, ja, und kümmerst dich darum und guckst, okay, was ist denn da jetzt wieder hinter der Tür und wo kommt das denn eigentlich wieder her? Und was mache ich eigentlich damit? Und dich aber öffnest immer wieder, auch diesen Dingen, wo du halt wieder neue Türen aufmachst, die halt vielleicht auch von anderen Menschen manchmal aufgemacht werden, wie zum Beispiel in der Beziehung. Weil es ist ja eine sehr intensive Angelegenheit. Du öffnest dich ja im besten Falle einem fremden Menschen, ja, weil dieser Mensch, also ich bezeichne ihn jetzt gerade nur als fremd, auch wenn du ihn zum Beispiel lange kennst oder so, ist er dir in dem Sinne fremd, dass es einfach Dinge gibt, die du dir einfach noch nicht bewusst gemacht hast und die ihm in dem Moment ja auch noch nicht bewusst sind. Das heißt, da geht jetzt eine Tür auf und die ist für dich neu, die ist für ihn neu und ihr wisst jetzt erstmal gar nicht, okay, wie gehen wir jetzt damit um? Wir dachten zum Beispiel, vielleicht kennst du den Satz auch, ich dachte, ich kenne dich, ich weiß jetzt gar nicht, was mit dir los ist, ich habe dich so noch nie erlebt, irgendwie, du bist jetzt gerade für mich total fremd. Ja, obwohl es dieselbe Person ist. So, und wir geraten manchmal in Situationen oder an Momente oder in Punkte, wo wir einfach uns neu kennenlernen, uns in dem Sinne neu kennenlernen, dass wir einfach weiter wachsen. Und eine Beziehung zum Beispiel auch ist etwas, das ist ständig im Prozess. Du lernst dich kennen, du kommst zusammen, ja, da zum Beispiel so ein erstes Date, das hast du immer wieder. Ja, das heißt, nach einem Jahr hast du wieder ein erstes Date. Nach ein paar Monaten hast du wieder ein erstes Date, weil da in dieser Zeit schon wieder so viel passiert ist, dass du den Partner immer und immer wieder aufs Neue kennenlernst. Und das ist eben der spannende Prozess in der Beziehung. Und das Gleiche hast du aber auch mit dir. Das heißt, du begegnest dir als Mensch immer wieder in unterschiedlichen Lebensphasen, Momenten und Situationen. Und zum Beispiel, was uns betrifft, ist es so, wir haben gemerkt, dass uns persönliches Wachstum halt sehr wichtig ist und wir haben unterschiedliche Interessen auch in manchen Bereichen. Zum Beispiel, ich bin sehr daran interessiert, ich habe es geliebt, durch Bali zu reisen. Und das mache ich auch ganz gerne mal für mich. Ich bin ganz gerne mal einfach auch für mich. Ich muss nicht mit Tim 24/7 irgendwie ein und dieselbe Sache machen, an ein und demselben Ort sein. Das kann ich ohne Probleme und wir lieben es auch. Aber ich kann genauso sagen, ey du, ich habe
total Lust, mich mit meinem, ja, wie nenne ich das? Ich habe einen Freund, einen sehr guten Freund, den Sohail, und er ist Professor Doktor. Er hat mich zum Beispiel auch in die Hypnose eingeführt. Ich bin Hypnosetherapeutin, das hat er mir beigebracht. Ich bin mit ihm in einen Ashram gegangen. Ich habe gesagt, hey, ich bin jetzt mal für einen Monat im Ashram. Bin dahin und habe da einfach auf einem Stein gesessen und meditiert. Und das ist für Tim cool. Er ist damit cool. Er kann genauso in Berlin sein und Rock am Ring gehen, weißt du, so währenddessen. Das ist kein Problem. Trotzdem treffen wir uns dann wieder und tauschen uns aus. Ja. So. Und das ist einfach unserer Ansicht nach so dieses Einssein, weil wir connected sind, egal wo auf der Welt wir uns gerade befinden, egal an welchem Punkt wir gerade sind. Und trotzdem ist jeder auch in sich so gefestigt, dass man einfach sein Ding nachgehen kann. Mhm. Ja, ganz, ganz, ganz wichtig, glaube ich. Weil sich ja doch, also ich kann das auch in anderen Generationen zum Beispiel, finde ich, kann man das einfach auch oft beobachten, vielleicht sogar bei den eigenen Eltern, dass man immer so ein bisschen das Gefühl hat, der eine hat da ganz viele Kompromisse gemacht in seinem Leben und hat sich dann dem anderen gefügt, damit diese Beziehung zum Beispiel passt oder weil sie dachten, es funktioniert sonst nicht. Und ich glaube, dass so eine Anpassung ganz oft aufgrund von verschiedenen Ängsten unbewusst oder gefühlt unbewusst passiert oder sich in manche Leben so ein bisschen einschleicht. Und ich denke, dass es deswegen umso wichtiger ist, auch da Bewusstsein über sich zu schaffen und dann eben auch gemeinsam anzuwenden für eine Beziehung oder in der Beziehung, wie du das beschrieben hast. Ich habe gleichzeitig gemerkt, oder könnt ihr mir vorstellen, dass da ganz, ganz viele mit mehreren Abers kommen würden. Ja, Ja, weil ich denke, es gibt viele, die jetzt so dachten, ja, das klingt ja alles total schön und das hätte ich auch gerne und das wünschte ich auch, aber ich habe keine Zeit, mich mit mir auseinanderzusetzen und ich habe schon gar keine Zeit, darüber mit meinem Mann zu sprechen oder mit meiner Frau zu sprechen, wie rum auch immer, weil das interessiert den oder die nicht, das wollen die, das will sie gar nicht hören, das möchte er gar nicht hören. Oder aber auch, ich habe keine Zeit, weil die Kinder brauchen meine volle Aufmerksamkeit. Also ich könnte mir vorstellen, dass da ganz, ganz viele Aber laut werden könnten in mehreren Köpfen. Wie siehst du das, wenn da so ein ganz lautes Aber bei jemandem kommt, wenn es um persönliches Wachstum, persönliche Weiterentwicklung geht? Wie könnte er da eventuell auch die Perspektive verändern? Oder wie würdest du damit umgehen? Ja, aber in dem Sinne von, also ich meine, Abers kenne ich auch nur zu gut. Ich habe auch ganz viele Abers. Mein Kopf sagt mir auch immer wieder, ja, aber was ist denn, wenn? Und ja, wenn das passiert. Und du musst doch eigentlich. Und das ist für mich immer wieder, das sind ganz viele Glaubenssätze, die jeder von uns hat. Und die werden für immer irgendwo da sein. Nicht die gleichen Glaubenssätze, aber du schaffst dir immer wieder neue Glaubenssätze, neue Glaubenssätze, neue Glaubenssätze. Und es gilt, diese Glaubenssätze immer wieder zu hinterfragen. Und dass du dich auch selber fragst, okay, was ist jetzt dieses Aber? Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Aber habe, das mir sagt, aber mein Mann interessiert es nicht, was ich hier gerade mache. Oder mein Mann interessiert es nicht, was in mir vorgeht. Ich gehe jetzt mal zum Beispiel von dem Bereich Essstörung aus. Wenn ich jetzt eine Essstörung habe und ich habe mit mir selber zu tun und ich befinde mich gerade in einer Beziehung mit einem Partner und vielleicht geht diese Beziehung noch nicht so lange und ich weiß noch nicht genau, ob ich mich meinem Partner öffnen kann mit diesem Problem, weil ich weiß, ich verstecke mich. Ich habe jetzt etwas, was ich nur mit mir ausmache, dass ich habe nicht das Gefühl, dass ich ehrlich zu mir selber bin und auch nicht ehrlich zu ihm bin, aber ich kann jetzt gerade noch nicht anders, weil ich bin gefangen in einem Prozess. So, und da möchte ich noch niemanden ranlassen. Ich bin da jetzt gerade drin. Und mein Aber ist, ich sage mir selber, er würde mich verlassen, wenn ich mich öffnen würde, oder es interessiert ihn gar nicht, weil er sagt, das ist mein Thema, mit dem muss ich mich erstmal beschäftigen. Und das gibt mir den Glaubenssatz, dass ich mich mit mir selber, mit diesem Problem jetzt erstmal auseinandersetze, bevor diese Beziehung, die ich eigentlich ja jetzt schon habe, funktionieren kann oder wachsen kann.
Und das Ding ist, was würde passieren, wenn ich dieses große Aber, das jetzt gerade da drüber steht und was jetzt aussieht wie so ein, wie so eine kleine Regenwolke, die wir uns halt manchmal vorstellen über der Situation. Wenn ich diese Regenwolke einfach mal selber wegpuste, was könnte denn passieren? Was würde dann kommen? Könnte es sein, dass die Sonne dann kommt? Oder glaube ich, dass da jetzt irgendetwas passieren wird? Es ist ja eine Angst, die ich habe, die jetzt hinter dieser Wolke ist, die ich jetzt noch nicht sehen kann, weil ich es noch nicht kontrollieren kann, weil ich eine Ungewissheit habe vor der Situation. Heißt, entweder er verlässt mich, das wäre für mich schlimm, oder er versteht mich nicht. Ich wäre in einer Situation, da müsste ich mich erklären, was würde dann passieren? Könnte ich dem Ganzen standhalten? Und das Ding ist, sich bewusst zu machen, also in dieser Situation, die ist für mich vielleicht schlimm, weil ich weiß nicht, ob ich selber da recht komme und vielleicht wünsche ich mir Unterstützung von ihm, ja, von meinem Partner. Ich würde mir so sehr wünschen, dass er das verstehen könnte, mich unterstützen könnte, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das in den meisten Fällen in den Köpfen, vielleicht gerade von uns Frauen, ein Riesenthema ist, wo wir denken, Männer verstehen das nicht. Männer können da nicht dahinter steigen, weil Männer haben diese Probleme vielleicht nicht. Oder mein Partner könnte mich dabei gar nicht unterstützen, weil das ist mein Ding. So. Mhm. Aber was wäre, wenn es da eine Möglichkeit gibt, die so wundervoll ist, die so powerful ist, die so kraftvoll ist, wenn ich dieses Aber, diese Regenwolke wegpuste, wenn ich mir selber eingestehe, das bin ich, das gehört zu mir und es ist jetzt gerade ein Prozess, in dem ich mich befinde, das ist eine Tür, die mir aufgegangen ist, das ist mein Thema und ich möchte dieses Thema gerne ehrlich behandeln mit mir selbst und sehr gerne auch ehrlich mit meinem Partner und dann schauen wir, ob es da Möglichkeiten gibt. Natürlich ist es in dem Falle mir überlassen, ob ich mich bereit dazu fühle. Und ich sollte mich selber niemals drängen, irgendetwas zu tun, wo ich mich noch nicht bereit dazu fühle. Aber wenn ich das Gefühl habe, dass ich mir schon ein Stück weiter ehrlicher entgegenkomme und sage, ja, das ist etwas, das würde ich gerne in Angriff nehmen. Weil ich glaube, das ist auch der Punkt, wenn ich diesen Podcast hier höre, das ist ein Thema, das mich beschäftigt, was ich mir eingestehe, wo ich sage, das ist, möchte ich gerne in Angriff nehmen, damit möchte ich gerne arbeiten. Ich möchte einfach gerne, dass sich mein Leben dahingehend verändert. Und wenn ich das tue, bin ich mir selber einen Riesenschritt weiter. Ja? Das heißt, ich öffne mich mir selber schon einen Riesenschritt und das ist wundervoll. Und dann bin ich vielleicht auch im nächsten Schritt bereit, mich vielleicht auch meinem Partner zu öffnen und ihm zu sagen, du, oder dieses Problem mit ihm gemeinsam anzugehen oder nicht mit ihm gemeinsam in dem Sinne, dass man erwartet, dass dieser Mensch einem da hilft, sondern dass man sagt, das ist mein Thema, nur damit du weißt, damit habe ich zu tun und es ist wichtig, dass du das für dich, dass du respektvoll damit umgehst, dass du respektvoll mit mir umgehst und dass du einfach präsent hast, dass es da etwas gibt. Ich glaube, das hilft in dem Fall mir selber dann ungemein. Ja. Die Antwort auf die Frage, die du gestellt hattest? Absolut, absolut. Alles gut. Auf meine Situation bezogen. Aber so denke ich, gehen wir generell mit Abers um, wenn sie quasi wie eine Regenwolke kommen, die unsere Glaubenssätze darstellt, die wir jeder von uns haben, dass wir versuchen zu sehen, was befindet sich hinter dieser Regenwolke und was könnte passieren. Und auch im schlimmsten Falle, ja, wenn ich mir überlege, ich öffne mich meinem Partner und mein Partner hat dafür kein Verständnis oder mein Partner verlässt mich, was für mich in meiner Vorstellung das Schlimmste ist jetzt gerade, was passieren könnte, ist die Frage, ist das wirklich so schlimm? Ist das wirklich so schlimm, wenn mein Partner mich dann verlässt? Weil wenn mein Partner für mich und für die Dinge, mit denen ich mich beschäftige, kein Verständnis hat, ist das ein guter Partner an meiner Seite? Möchte ich mit diesem Partner weiterhin meinen Weg gehen? Und wenn der Partner vielleicht im ersten Moment kein Verständnis hat, okay, vielleicht hat er es im zweiten Moment. Ja, weil vielleicht liegt es nicht daran, dass er für die Situation kein Verständnis hat, sondern dass er jetzt gerade selber ein bisschen überfordert ist, weil er damit nicht gerechnet hat. Und das ist vollkommen in Ordnung. Das ist vollkommen okay.
Ja, weil jeder Mensch braucht Zeit. Auch mein Partner braucht vielleicht mal Zeit, um natürlich auch sich mit diesem Bereich dann nochmal auseinanderzusetzen, zu beschäftigen, intensiver da reinzuhören. Das ist alles in Ordnung. Und nichts endgültig, dass ich das auch für mich im Hinterkopf behalte. Ja. Das, also ich wollte dich auch gar nicht unterbrechen. Also selbst wenn es nächste Frage gepasst hätte, dann hätte ich das trotzdem nicht unterbrochen, weil es so wertvoll war, was du gesagt hast. Und ich fand es auch total super, dass du das direkt auf eine ganz konkrete Situation oder Beispiel bezogen hast, mit dem sich wirklich alle, also alle, die zuhören, identifizieren können oder sich ein Stück weit wiederfinden können. Denn diese Angst vor Alleinsein, vor Verlassenwerden, die kennt definitiv jeder, der eine Essstörung erfahren hat. Und ich weiß, also ich habe mich eben, während du erzählt hast, habe ich mich auch daran zurückerinnert und weiß ganz genau, dass ich vor 3 Jahren fest davon überzeugt war. Und ich habe mich dann auch von einem Menschen, den ich zutiefst geliebt habe, habe ich mich dann getrennt aufgrund des Glaubens, dass ich erst mich selber komplett lieben muss, bevor ich jemand anderem meine Liebe schenken kann. Mhm. Und ich war zu dem Zeitpunkt nicht bereit, das zu teilen. Also ich war nicht bereit, diesen Weg gemeinsam zu gehen und das in dem Moment zu teilen, weil ich da gefühlt noch so sehr mit mir selber beschäftigt war, dass mich das überfordert hat. Also mich hat das überfordert zu wissen, dass da ein Mensch ist, der mich liebt. Daran habe ich jetzt eben gerade, also ist mir das eingefallen und daran habe ich gedacht und ich glaube auch, dass das in ganz vielen Köpfen eine ganz große Rolle spielt und dass ganz viele auch denken, dass sie manches alleine machen müssen oder dass sie manches alleine schaffen müssen oder dass es erst eine glückliche Beziehung sein oder werden kann, wenn das und das passiert. Doch genau. Ich glaube, was dabei wirklich viele vergessen, und das habe ich dann im Verlauf des eigenen Prozesses gemerkt und glücklicherweise hatte ich dann Glück, dieses Bewusstsein dann relativ schnell für mich zu erlangen, sodass ich mit diesen Menschen dann noch reden konnte und das Ganze ja wie rückgängig gemacht habe. Darüber war ich dann natürlich sehr froh, doch wenn ich mir vorstelle, ich wäre da noch gefangen gewesen in mir und hätte das für mich nicht erkannt oder hätte mir das nicht bewusst gemacht, dass ich trotzdem mit einem Menschen zusammen sein darf, auch wenn ich mich auf einem Weg befinde zu mir selbst, auch wenn ich sehr stark mit mir beschäftigt bin, dann darf ich dennoch geliebt werden. Das ist wundervoll, was du gerade gesagt hast. Wolltest du noch was sagen? Sonst würde ich so gerne drauf eingehen. Ja, also du kannst sehr, sehr gerne drauf eingehen, was dir dazu an Gedanken gerade kam. Ich hatte gerade diesen Gedanken von, wir erlauben uns nicht geliebt zu sein. Und das ist so ein Glaubenssatz, wir fühlen uns selber nicht wertvoll genug, um geliebt zu werden, weil wir denken, unser Wert ist abhängig jetzt von dieser, sage ich mal, Situation. Also ich nenne es nicht Krankheit oder so, sondern ich sage einfach, es ist eine Situation, in der wir uns jetzt gerade befinden, einfach in unserem Leben. Es ist ein Geschenk ja auch in vielen Fällen, das wir bekommen, um einfach dieses Rätsel zu lösen, was so dahinter steht. Und das Ding ist, wir sind in jeglicher Situation, in der wir uns befinden im Leben, immer liebenswert. Immer. Immer. Weil unser Wert ist nicht davon abhängig. Und das müssen wir entkoppeln. Du bist derselbe Mensch, ob du jetzt eine Situation hast, in der du dich intensiv jetzt gerade befindest oder eben nicht. Das ist wirklich, das ist so vollkommen unabhängig voneinander. Und in einer Beziehung, also wenn du jetzt, sage ich mal, keine Beziehung hast, du hast dich jetzt getrennt von deinem Partner aufgrund dessen, dass du sagst, ich möchte mich gerne alleine erstmal dieser Situation widmen, bevor ich bereit bin, wieder Liebe zu geben, weil ich kann gerade keine Liebe geben. Ich fühle mich so leer, so machtlos, so eingenommen von dieser Situation, weil sie mich jetzt gerade befallen hat, wie so ein kleiner Virus, der sich in meinen Körper eingeschlichen hat und irgendwie mein System übernommen hat, die Kontrolle von meinem System übernommen
übernommen hat und sich in meinem Kopf eingenistet hat und gesagt, dein Alltag ist jetzt nur daraufhin programmiert, eben das zu tun. Ja, das heißt, ich habe gar keinen Einfluss mehr auf die Dinge, die ich tue. Und ich fühle mich so fremdbestimmt. Das bin nicht ich. Und deswegen kann ich einfach nicht vollends das ausleben, was ich eigentlich für Potenziale, für Qualitäten, für Möglichkeiten habe. So, das Ding ist, wann kommt der Punkt, wo du das wieder kannst? Also, desto mehr wir uns zurückziehen, desto mehr wir uns in einen Kokon reinbegeben, in Isolation und weg von Menschen und all dem, weil wir uns auch beobachtet fühlen, weil wir nicht wollen, dass jemand das merkt, das sieht, dass es uns irgendwie nicht gut geht, desto mehr gehen wir weg davon, dass wir Liebe geben, desto mehr gehen wir weg davon, dass wir in unserem Sein scheinen dürfen, weil wir das nicht zulassen. Und auch wenn es schwer fällt, gerade in solchen Situationen, wo wir uns so fremdbestimmt fühlen, desto mehr wir geben. Und das kann ich versprechen, weil ich auch sehr, sehr gut diese ganzen Situationen kenne, desto mehr ich zum Beispiel in solchen Situationen, wo ich mich am liebsten zu Hause einschließen würde. Und das ist auch mal okay. Das ist auch mal okay, wenn du einfach mal die Vorhänge zumachst und einfach mal dich ins Bett legst. Hey, das ist okay. Aber es ist ein Tag oder zwei oder so. Und das Ding ist halt, da immer wieder rauszugehen und zu sagen, einfach, ich gebe jetzt, ja. Ich gebe das jetzt raus, weil ich habe sehr viel zu geben. Und sich das bewusst zu machen, dass wir in jeglicher Situation immer sehr, sehr viel zu geben haben, weil wir einfach Wesen sind, die so voller Energie sind, auch wenn wir diese Energie manchmal selber nicht wahrnehmen, weil sie in Dinge geht, die wir eigentlich gar nicht wollen, wie jetzt beispielsweise in die Essstörung. Meine ganze Energie fließt da jetzt rein und ich fühle mich so leer und so energielos, aber ich habe in Wirklichkeit sehr, sehr viel. Und wenn wir uns bewusst machen, hey, ich könnte jetzt Liebe geben, ich könnte mir zum Beispiel jetzt jeden Tag vornehmen, ich gebe und möchte gerne geben, wird das irgendwann zu einem automatischen Prozess und irgendwann geht diese Energie, die vorher da reingeflossen ist, immer sich mit dieser Störung, die wir im System als Störung empfinden, da geht ganz viel Energie rein und irgendwann wird diese Energie umgelenkt in diese wundervolle, liebenswerte Tätigkeit, die wir tun. Irgendwann haben wir diesen Kompromiss mit uns selber geschlossen, dass das viel wertvoller und viel wundervoller ist, weil wir da so viel mehr zurückbekommen. Was wir jetzt noch gar nicht wissen, wir wissen das nicht. Wir wissen nicht, dass automatisch ganz viel Liebe zurückkommt, wenn wir Liebe geben. Und das Ding ist, wenn du dich jetzt von deinem Partner getrennt hast, du hast dich von ihm getrennt, dich zurückgezogen und bist erstmal isoliert und auch wenn jetzt ein neuer Mensch in dein Leben kommen würde, in den du dich vielleicht sogar verliebst, weil du in einem kleinen Moment, in einem klitzekleinen Moment zugelassen hast, dass da eine Tür in dir aufgeht, die dann vielleicht sagst, ich bin liebenswert und er mag mich und er findet mich gut und irgendwie fühlt sich das jetzt gerade total schön an und das ist so schön warm, so ein warmes Gefühl und ich lasse das zu und dann schließt sich diese Tür wieder und die sagt, nee, ich kann das jetzt gerade nicht und du findest Ausreden und Möglichkeiten und sagst, nee, ich habe keine Zeit und ich bin jetzt gerade so viel beschäftigt, weil Zeit ist immer so ein großer Faktor, ja, wenn wir sowieso keine Zeit für gar nichts, weil wir sind so viel beschäftigt, dann verschließt du dich wieder und gehst wieder in diesen Kokon. Aber wenn du diese Möglichkeit größer machst, diesen Moment und diese Tür, die da aufgegangen ist und dieses schöne, warme Gefühl vielleicht doch mal länger an dich heranlässt, dann wird dich das irgendwann wie so eine warme Decke immer wieder umgeben. Und diese warme Decke hast du dann immer bei dir und immer mit dir. Und du fühlst dich dadurch erfüllt und voll. Also ich könnte da als Möglichkeit irgendwie vielleicht gerade an die Hörerin mitgeben, fühle dich voll, du bist voll, auch voller Energie, du bist auch voller Möglichkeiten und voller Gaben und du hast so viel Licht und Schein in dir, den du genau in dieser Situation, wenn du dich beschäftigst damit, deine Energie geht weg, du siehst sie nicht, aber sie ist da. Und wenn du dir selber sagst, sie ist da, sie ist da, sie ist da, dann wirst du sie wieder sehen und dann wirst du sie spüren. Ja. Ich kann nur sagen, dass, also es ist wirklich wie, also ich sehe dich ja gerade nicht. Normalerweise ist es auch immer mit Video, die Aufnahme, doch heute ist es ohne Video. Aber ich möchte einfach gerade kurz festhalten, dass ich deine Liebe und das, was du gerade von Herzen, also es kommt absolut von Herzen erzählst,
dass ich das richtig spüren kann hier auf meinem Stuhl. Das musste ich erst mal ganz kurz sagen. Ja, weil es ist ja, also wir sitzen nicht voreinander, wir können uns nicht sehen, wir können uns nicht spüren. Und dennoch, selbst in so einer Situation fließt eben Energie. Ja, weil die Energie ausgerichtet ist, weil die Energie von Liebe kommt und in Liebe gegeben wird. Und das, ja, das ist richtig zu spüren. Und wir können uns spüren, auch über Distanz hin. Das ist so krass, auch wenn ich mit meiner Mama zum Beispiel telefoniere oder so. Wir hören uns auch manchmal nur über Sprachnachricht oder so. Aber das, auch selbst eine kleine Sprachnachricht kann mich sowas von tief berühren und erreichen, dass ich Gänsehautmomente habe. Dass ich, weißt du, wir haben ja mehrere Kanäle, wo wir etwas aufnehmen. Es ist ja nicht nur der visuelle Reiz, sondern das ist ja auch der Hörbare, es ist der Geschmackssinn, es ist der Geruchssinn. Ja, wir haben ja so viele Sinne, die angesprochen werden können. Und ich weiß nicht, ich bin persönlich ein sehr feinfühliger Mensch und ich spüre so sehr Energien. Das soll sich nicht anhören wie irgendein spiritueller Buhu. Für mich zum Beispiel Spiritualität oder so, damit habe ich mich viele Jahre überhaupt nicht befasst und ich habe immer die Augen davor zugemacht. alles Quatsch und ich brauche Weise, ja, ich muss das alles sehen und spüren können und das immer begrifflich machen, so. Und deswegen habe ich mich da vorher ganz, ganz lange verschlossen, bis ich irgendwann so viele Momente erlebt habe, wo ich die mir selber nicht mehr erklären konnte und auch nicht mehr erklären wollte, sondern sie einfach hingenommen habe. Als etwas Wundervolles, was uns einfach umgibt. Das ist vollkommen okay. Und das Ding ist halt, gerade mit Energien und so, das hat irgendwann so einen Anstrich bekommen von Spiritualität, von einer Szene, die halt irgendwie sich als etwas etabliert hat, was vielleicht nicht unbedingt alltagstauglich ist, so, was für mich totaler Quatsch ist, weil jeder von uns kann, wenn er sich dafür öffnet, absolut Energien spüren. Auch wenn du vielleicht gerade keinen oder dich selber nicht als feinfühligen Menschen bezeichnen würdest, aber Energie und all dieses ganze Verbundensein miteinander, das ist eine Sache von, ich öffne mich dafür, bin jetzt einfach offen, lasse diesen Kanal, der da jetzt da ist und den hat jeder von uns, den lasse ich einfach offen. Ja, ob jetzt durch Sprachnachrichten oder sonst was, weil ich ja zum Beispiel in meinen Coachings, da ich ja auch sehr wenig in Deutschland bin, sehr viel über Skype, über alles Mögliche, also über all diese nicht visuellen Kanäle, also Skype, da kann man sich sehen, aber sehr viel auch über Sprache mache, auch über das Telefon oder so, da ist eine Ebene aufgebaut, als würdest du wirklich denjenigen gerade berühren. Das heißt, du kannst durch Sprache einen Menschen berühren. Und diese Berührung, die normalerweise nur durch Nähe und nur durch den Tastsinn haben, können wir trotzdem auch die Sprache haben. Auch wenn du die Augen zumachst und du hörst eine vertraute Stimme, kannst du dich zurückversetzen, genau an den Ort oder zu diesem Menschen oder kannst diesen Geruch wieder wahrnehmen von dieser Person. Ich finde das so, boah, so faszinierend einfach. Ja, absolut. Dass es diese Möglichkeiten gibt und auch ein Geschenk. Total. Auch in dieses, also ich sag mal, in das Verständnis und in Verbindung mit der Energie, also mit der eigenen Energie, generell mit Energien, die wir geben, die wir aufnehmen durch Verbindungen mit Menschen, mit der Welt, mit Erlebnissen, Erinnerung. Also wenn das so vollkommen verinnerlicht ist, dass wir ja im Prinzip auch Energie sind, das verändert, finde ich, so viel. Also es verändert das komplette Verständnis von sich selbst. Und auch als ich irgendwann angefangen habe, meine Essstörung, die Erfahrung, ich nenne das immer eine Erfahrung, ein Erlebnis, die ich in meinem Leben gemacht habe. Und wenn ich das als Energie verstehe, und das hast du vorhin auch schon so toll beschrieben, als du über Energie gesprochen hast, diese Energie wird ja durch die Auseinandersetzung, durch die eigene Weiterentwicklung, durch Bewusstwerden verschiedener Dinge über sich selbst, wird die Energie, die in diese Essstörung reingegeben wird, wird die Stück für Stück freigesetzt und kann ja dann für das, was dahinter steht, also für die wahre Sehnsucht dieses Menschen eingesetzt werden und auch ganz bewusst eingesetzt werden,
durch zum Beispiel Liebe geben oder etwas nachgehen oder ein Projekt starten in die Beziehung. Also was auch immer. Doch ich kann dann diese Energie ganz bewusst einsetzen. Also im echten Leben, im praktischen Leben, im Alltag. Ja. Und dieses Verständnis ist, aus meiner Sicht verändert das einfach auch so viel generell im Leben und auch im Verständnis von Menschsein, von Lebewesen, von respektvollem Umgang, von Liebe geben, Liebe empfangen. Wenn das Leben oder auch die Essstörung, dass der Mensch an sich, die Beziehung, der Partner, die Eltern, die Kinder, wenn das alles mit einem Verständnis von Energie gesehen wird, dann ja, du hast, glaube ich, auch so ähnlich gesagt, dann werden Wunder wirklich wahr. Also dann entwickelt sich auch ein Glaube daran. Ja, du hast das gerade auch total schön gesagt. Du kannst quasi etwas, was du nicht sehen kannst, in etwas umwandeln, was du plötzlich greifen kannst. Genau. Ja. Liebe ist ja auch eigentlich nicht greifbar und es umgibt uns immer und du bist Liebe, genauso wie du Energie bist. Aber das Ding ist halt, du kannst es ja genauso auch greifbar machen. Das heißt, wenn ich meinen Partner umarme, ist das für mich pure Liebe und ich kann es greifen. Ja, genau. Die Energie, die du bist, ja, also die du ja in dir trägst und die du um dich herum hast und die du genauso auch abgeben kannst an andere Menschen, an andere Lebewesen, an dein Umfeld, an das Universum und was auch immer. Du kannst ja daraus kreieren, ja. Und wir Menschen, wir sind hier, um zu kreieren, ja, um zu erschaffen. Das ist der Sinn irgendwo, also jeder hat seine eigene Ansicht, aber irgendwo denke ich, ist jeder von uns einfach in der Lage, so viel zu kreieren, gerade mit der Energie, die wir haben, mit den Möglichkeiten. Energie sind ja auch Möglichkeiten. Und wenn ich jetzt jemand, zum Beispiel, ich habe mit ganz vielen wundervollen Frauen auch zusammengearbeitet, die ihre Energie aus ihrer Essstörung zum Beispiel in Projekte und in all das, du hast sehr, sehr viel Energie, gibst sie da rein, das weißt du, das nimmst du dann irgendwann an einem Punkt wahr. Mhm. Und wenn du dich dann mehr mit beschäftigst und merkst, okay, Stückchen für Stückchen arbeite ich mich daran heran, ja, und gebe immer mehr von der Energie einfach in andere Sachen und merke, wie das wächst, wie mich das immer mehr erfüllt, wie ich daran wachse, wie ich einfach mich in meiner Persönlichkeit vielleicht auch verändere, möchte ich gar nicht mehr zurück. Ich möchte gar nicht mehr dahin in dieses Graue, in diesen grauen Zustand, in dem ich war. Ja, weil hier der Zustand ist viel heller, es ist viel schöner, es ist ein Austausch, es ist ein Gleichgewicht. Mhm. Weil vorher habe ich gegeben, da habe ich mich ausgelaugt und leer gefühlt. Es ist nur weggeflossen von mir, aber es kam nicht zurück. Und hier ist das ein Austausch, ein ständiges Hin und Her. Es ist ein Fluss, in dem ich mich plötzlich befinde. Und vorher war ich dabei, einfach nur auszufließen. Und irgendwann bist du an einem Punkt, da bist du komplett leer. Ja. Und dann kannst du nicht mehr so. Und du hast einfach die Möglichkeit, ins Fließen zu kommen. Die hat jeder Mensch, egal wo die Energie, in welches graue Fenster die Energie jetzt gerade rausfließt, du hast immer die Möglichkeit, dieses Fenster zuzumachen und die Energie einfach umzupolen. Das ist ja. Immer möglich. Daran glaube ich auch ganz, 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 ganz fest. Mittlerweile. Und diese Veränderung ist eben für jeden möglich. Ganz egal, auch wenn jetzt zum Beispiel jemand denkt, nee, aber ich kann das nicht, bei mir funktioniert das nicht, ich habe schon das gemacht und dann beweise mir, warum du so anders bist als so viele andere Menschen. Genau. Warum gerade du derjenige bist, der auserwählt wurde, um einfach ganz anders zu sein und diese Möglichkeit nicht zu haben. Weißt du, genau. Das ist ja, wir sagen uns das immer wieder, ja, nee, bei mir aber, und versuchen, die Energie dann da reinzulenken, uns zu beweisen, warum es bei uns nicht funktioniert, ja. Anstatt uns zu beweisen, warum es funktioniert. Warum nehme ich nicht die Energie und beweise mir stattdessen, dass es funktioniert, anstatt dass es nicht funktioniert. Es ist auch, das obliegt mir selber, ob ich es mache, ob ich das machen möchte. Aber auch, das möchte ich ganz, das ist wichtig, das nochmal ganz kurz dazu zu sagen, auch wenn dieses andere Fenster, das graue Fenster nochmal aufgeht oder auch immer wieder aufgeht, heißt es nicht,
dass wir plötzlich wieder in diesen Zustand hineinverfallen, dass wir plötzlich wieder zu dieser ungeliebten Persönlichkeit werden, dass wir plötzlich wieder so fremdgesteuert sind. Es ist auch egal, was für Situationen, auch wenn wir wieder zurückfallen und auch wenn wir wieder in kleine Tiefs kommen, diese Tiefs werden wir immer wieder haben. Und das ist vollkommen okay. Bitte, es geht nicht darum, dass wir uns dann selbst wieder kasteien und uns sagen, ich bin nicht liebenswert und ich bin nicht wertvoll und ich habe es nicht geschafft und ich bin schlecht und dann kommen wieder diese ganzen Glaubenssätze, diese Gewitterwolken einfach. Dass wir diese Gewitterwolken akzeptieren und sagen, okay, es ist jetzt so. So ist es jetzt gerade. Aber trotzdem weiß ich, dahinter kommt der Sonnenschein. Und es ist alles gut. Und ich bin trotzdem gut und es ist trotzdem wertvoll. Ja, das heißt nicht, dass ich in meinem Wert einfach an Wert und an Liebe und an Licht verliere. 0,0. Ja. Beschreibt auch so das Vertrauen. Das Vertrauen, also das Vertrauen in das Leben, das Vertrauen, dass alles okay ist, so wie es ist. Ob es jetzt regnet, ob es schneit, ob die Sonne scheint, dass das Leben auch ein Fluss ist und dass wir gar keine Angst davor haben brauchen, dass wir irgendwo stehen bleiben. Denn es fließt eben weiter, ob wir jetzt wollen oder nicht. Und dieses Vertrauen darin zu haben, dass es eben weiter fließt und selbst wenn mal eine Phase grau erscheint oder sogar tief schwarz, auch dann ist der Fluss trotzdem noch da. Und dann ist es absolut in Ordnung, sich auch mal 2 Tage komplett zu isolieren, doch dann auch daran zu glauben und darauf zu vertrauen, nach dem Schwarz kommt auch wieder hell. Und ich darf jetzt auch hier liegen. Und ich darf mich jetzt auch hier isolieren. Und ich weiß, ich stehe auch wieder auf. Und das... Das hast du schon gesagt. Ja, ich denke, dass das... Also eine Essstörung ist ja so selten allein und oftmals gekoppelt mit beispielsweise Depression. Und da ist es, also liegt es so nahe, dass das immer mal wieder vorkommt und dass das vielleicht, also ich glaube, es gibt nie eine Garantie dafür. Und deswegen ist diese Akzeptanz und dieses Vertrauen, denke ich, auch so wichtig für sich, ja, sich daran zu erinnern und das in sich zu stärken. Dass es wirklich auch sein darf und dass es nicht darum geht, irgendeinen bestimmten Zustand zu erreichen und dann eines Tages zu denken, jetzt bin ich fertig, jetzt habe ich mich fertig erschaffen. Sondern mit dieser Akzeptanz ist es ja vollkommen egal, was passiert. Es ist nicht relevant, weil wir es dann nicht mehr auf die Goldwaage legen. Wenn 2 Tage schwarz sind, dann sind 2 Tage schwarz. Doch wir bewerten es nicht mehr in dem Maße, dass es uns so runterzieht, dass wir sofort wieder in einem System gefangen sind, das uns dann vollkommen blockiert und das Herz auch richtig zumacht und die Tür verriegelt. Durch die Akzeptanz ist es viel, also machen wir es uns viel leichter zu akzeptieren, dass die Tür gerade zu ist und das Vertrauen zu haben, dass sie dann auch wieder aufgeht, wenn wir uns vielleicht gerade die Ruhe geben oder die Isolation geben. Weil es dann in dem Moment eventuell auch einfach das ist, was wir gerade brauchen oder was unser Herz braucht. Ja. Und das fand ich, also find ich auch so wichtig. Und ich habe jetzt auch gerade noch gedacht, Mensch, wir haben jetzt noch gar nicht so richtig über vielleicht auch deine persönliche Erfahrung gesprochen. Denn ich denke, dass das, nicht, dass jetzt jeder seine persönliche Geschichte präsentieren muss oder der Welt präsentieren muss, das gar nicht. Doch ich denke, dass sich viele, viele fragen, hä, also die ist ja so voller Liebe, ist die jetzt so auf die Welt gekommen? War die schon immer so? Oder wo? Oder hat sie da eventuell vielleicht ein Erlebnis oder gab es da bei ihr mal einen Punkt, wo sie dachte, boah, jetzt weiß ich gar nicht mehr richtig weiter? Also ich denke, dass dich das gerade viele fragen, ob du schon immer so warst oder ob bei dir, ja, was das für ein Prozess bei dir war, von eventuell Energie umlenken lernen oder Energie anders einsetzen oder von etwas hin zu etwas anderem. Ich glaube, das könnten sich gerade ein paar fragen, die zuhören. Mit Sicherheit. Ja, genau. Ja.
Ich bin genauso auf die Welt gekommen. Nee, wie schön. Ich habe einen langen, langen Weg hinter mir. Der hat angefangen mit circa 16 Jahren, habe ich, glaube ich, angefangen, mich mit so meiner Psyche oder mit diesem Apparat so da oben auch in dem Kopf zu beschäftigen, weil ich so gemerkt habe, zum Beispiel, ich hatte meine erste Beziehung und ich war Hals über Kopf verknallt in diesen Mann. Ja, also er war wirklich, also vielleicht kennt das der ein oder andere, der Mann meiner Träume, ja, mein allererster Freund, total verknallt, ich mir alles rosarot ausgemalt, nie wieder einen anderen Menschen an meiner Seite, so einfach perfekt, ja, dieses Wort perfekt auch immer. Ja. So, diese Beziehung ist aber dann geendet, weil dieser Mann, also er hat mich damals, er ist mir fremdgegangen, das habe ich herausgefunden und das war für mich ein Weltuntergang. Es war ganz furchtbar, es war ein Riesendrama und dieses Drama hat mir erstmal gezeigt, boah, ich bin total wertlos, ja, also ich habe irgendwie was falsch gemacht und ich bin ja nicht liebenswert und ich will nie wieder einen Freund haben, weil Männer sind blöd. Und dann bin ich erstmal so meinen Weg gegangen. Also ich habe dann irgendwann einen neuen Freund kennengelernt und irgendwie konnte ich mich dem gegenüber auch nicht wirklich öffnen. Und es war halt eine sehr, sehr lange Phase, wo ich sehr viel mit mir zu tun hatte. Und habe erstmal nach dem Abitur dann damals auch in der Förderschule gearbeitet mit körperlich und geistig Behinderten, weil ich eigentlich Sonderpädagogik wollte, das war so mein Plan. Genau, ich hatte nämlich so Berührungsängste mit Behinderten. Ich wusste nicht, woher sie kamen, ich weiß nicht, warum es so war und ich wollte mir diese Berührungsängste nehmen und ich wusste nach dem Abi einfach nicht, was ich machen soll. Und bei mir malen alle, wie ich schon gesagt habe, in der Familie, und ich war sowas von unbegabt, dass ich einfach dachte, ja, keine Ahnung, was ich eigentlich kann. Ja, und, dann habe ich ein Jahr lang ein Mädchen betreut und sie war damals 13 Jahre alt. Und sie hatte eine psychisch-emotionale Störung und war körperlich aber topfit. Und wir haben uns super verstanden. Also auf einer Ebene, also erstmal kam ich in diese Schule und sie hat erstmal mit Fäusten rebelliert und ich saß dann auch ein paar Mal auf ihr, damit sie nicht die Ziegel von den Wänden mit ihren Fäusten schlägt. Oh, ja. Also das war alles eine große Achterbahnfahrt. Also die Katze und Maus, wir zwei. Und wir haben uns aber wundervoll ergänzt, weil sie hat in mir halt eine Mutterfigur gesehen. So. Mhm. Ich habe zum ersten Mal wirklich wieder neue Türen aufmachen können in mir, durch diesen Menschen, der mich irgendwie ja scheint gern zu haben, der mir irgendwie die Möglichkeit gibt, dass ich ihm so ein bisschen was zeigen und erklären kann. Ich habe ihr Busfahren beigebracht, die Uhr, Schreiben, Lesen. Ja, das war so irgendwie für mich so ein bisschen die Welt erklärt. So. Ja. Und sie hat sich dann nach diesem Jahr frei bewegen können, quasi auch im Straßenverkehr, das Verständnis gehabt zwischen wie komme ich zur Schule, wie komme ich in die Stadt, wie kann ich das verbinden, das hatte sie vorher nicht, sie ist im sozialen Brennpunkt groß geworden, quasi auf der Straße bei ihren Großeltern, ihre Mutter war früher auch Schülerin dieser Schule und ja, sie hatte wenig Möglichkeiten zu dem Zeitpunkt, an dem sie sich bedient hat und dann die Möglichkeit in sich selber wiederzusehen, hat mir halt die Möglichkeit gegeben, auch so viel Möglichkeit in mir wiederzusehen. Ja. Und ja, nach diesem Jahr ist sie auf eine normale Schule gegangen. Und das war für mich wie so ein Projekt irgendwie, was ich so abgeschlossen hatte und dachte mir, wow, cool, ich will eigentlich gar kein Sonderpädagogik mehr studieren. Das war alles super spannend, aber ich möchte gerne, warum auch immer, in Richtung Schauspielerei, Fernsehen, Medien gehen. Ja, ich hatte absolut keinen Plan, warum ich das wollte, weil ich kannte niemanden, der das gemacht hat. Also so wirklich absolut gar nicht, das war ein komplett neuer Bereich. So, und dann bin ich da eben rein und habe immer weiter mich mit mir selber beschäftigt, so auf dieser Reise, mich wieder irgendwie zu öffnen, zu spüren, weil ich halt ganz, ganz viel Perfektionismus immer in mir hatte. Ich musste immer irgendwie gefallen. Ich wollte immer meiner Mama vor allen Dingen eigentlich gefallen. Das war so das, was so dahinter stand, ja, weil meine Mama war halt Künstlerin, ja. Sie war so begabt, sie war so intelligent, sie war so toll für mich, immer so ein riesen Vorbild. Und ich war das alles nicht in meinen Augen, weil ich konnte weder malen, noch hatte ich im Kunstleistungskurs, den ich gewählt hatte damals, weil ich dachte, ich muss das machen, weil irgendwie komme ich aus der Künstlerfamilie. Und ja, keine Ahnung, letztendlich hat meine Mutter meine Bilder gemalt. Ich hoffe, das hat keiner gehört. Aber ich habe mich halt so scheiße gefühlt, ich irgendwie gefühlt nichts konnte. So, und deswegen wollte ich halt meiner Mama gefallen.
und wollte perfekt sein. Aber irgendwie war ich das nicht, weil sie hat es irgendwie nicht so gefeiert, was ich gemacht hatte, weil ich so was ganz anderes immer gemacht hatte, als sie erwartet hat von mir, weil sie sich gewünscht hat, dass ich halt auch irgendwie das oder was Ähnliches mache als sie. So, und dann bin ich halt auf dieser Reise gegangen, in mir selber, weißt du, auf diesen Perfektionismus-Weg, warum ich denn immer gefallen möchte oder warum ich halt mich selber, ich habe mich so fertig gemacht, ja, ich habe so viel von mir selber abverlangt, ich war so oft an Situationen, wo ich so gar nicht mehr konnte, so komplett auf dem Boden lag, ja, und mich so verausgabt habe zwischen arbeiten gehen, dann halbtags arbeiten, halbtags Schauspielschule, am Wochenende dann noch zu Casting-Trips gefahren, dass ich einfach nur gar nichts mehr konnte. Also wirklich, meine Mama musste teilweise mir Essen nach Köln bringen. Ich habe damals in Köln gelebt, weil ich einfach keine Zeit hatte, um mir Essen zu kochen. Ich habe es auch komplett einfach vergessen, zu essen. Ja. Weil ich nur getan habe, gemacht habe, um irgendwie etwas zu sein, an irgendwo anzukommen, weil ich einfach nur kein Ziel hatte. Ich war so rastlos. So, ich muss lernen, ich muss machen, ich muss tun und mehr und höher, schneller, weiter. Und in diesem Strudel von ich bin in dieses totale Yang abgedriftet. Ich war in sehr männlichen Kreisen, weil ich immer vorangegangen bin. Ich stand immer für mich selber ein. Ich habe nie Pause gemacht, war viel vor der Kamera, auf Bühnen, viel im Außen einfach unterwegs, aber so ganz wenig im Innen. Also ich dachte zu der Zeit, ich war absolut im Innen, weil ich mich ja mit mir selber angeblich beschäftigt habe, ja, also mit Schauspielerei und Psychologie, aber ja, in Wirklichkeit war ich ganz weit weg von mir, also ganz, ganz weit weg. Und irgendwann auf diesem Weg bin ich dann halt wirklich in einen Punkt gekommen, wo es so gar nicht mehr weiterging. Den Punkt, den ich halt vorhin auch schon mal beschrieben hatte, wo einfach wirklich alles so dunkelschwarz ist. Dann halt echt der Körper und alles auch gesagt hat, so Ali, bis hierhin und jetzt reicht's. Und dann habe ich halt mal überlegt, okay, vielleicht. Ja, aber auch nur ganz vielleicht, das ist nicht so ganz der optimalste Weg, auf dem ich jetzt gerade bin. Und habe dann mal so für mich reflektiert, warum denn eigentlich? Also warum mache ich das alles, was ich mache? Was ist denn das, was so dahinter steht? Ja, und dann bin ich halt immer weiter in Richtung Persönlichkeitsentwicklung tatsächlich und Richtung Coaching dann gegangen. Deswegen bin ich halt letztendlich hier auch, wo ich bin, weil ich dann, auch irgendwann einen Partner in meinem Leben hatte, mit dem ich dann einfach eine andere Beziehung auch geführt habe, als ich vorher mal geführt habe. Und einfach mal Dinge einfach anders gemacht habe. Und nicht einfach mal anders gemacht habe, sondern alles hat begonnen, als ich damals in einer Serie, ich habe in einer Fernsehserie gespielt, das war 3,5 Jahre her, genau. Und da war ich halt 24/7, habe ich dort gespielt und wurde halt morgens vom Taxi abgeholt, abends vom Taxi nach Hause gebracht, bin nach Berlin gezogen, habe in Berlin dann gelebt und habe so gar nichts von der Stadt wahrgenommen, weil ich halt nur am Set war. So. Ja, und klar. Ich habe halt alles irgendwie nur Drehbuch und abends halt, also 6 Stunden schlafen, abends dann Drehbuch lernen, dann wieder zum Set. Und ja, genau, war halt eine neue Serie, die war auf RTL, wurde ins Vorabendprogramm reingenommen, heißt, es gab noch gar keine wirklichen Strukturen. Wir waren gerade dabei, im Prozess das Ganze aufzubauen, das heißt, was komplett Neues und deswegen haben wir so viel gedreht, weil der Sender plötzlich gesagt hat, so, wir brauchen jetzt natürlich massig Folgen. Und, okay. Ja, das hat mich halt sehr, sehr vereinnahmt und von heute auf morgen, wir waren ein halbes Jahr on air, wurde der Stecker gezogen. So, weil die Quote war halt nicht gut. Und dann lag ich in meinem Bett in Berlin und bin aufgewacht morgens und da stand halt kein Taxi draußen, was mich abgeholt hat. Weil plötzlich wollte ja keiner mehr was von mir, weil plötzlich hatte ich gar keine Aufgaben mehr. Weil plötzlich musste ich mich mal fragen, ja okay, was mache ich jetzt? Wer bin ich jetzt? Ja, was geht's weiter? Weil ich hatte ja gar keinen Plan B. Und das war für mich sehr untypisch, weil ich hatte immer einen Plan B. Ich wusste immer, wie, was ist. Und plötzlich hat mir jemand meine komplette Kontrolle genommen. Plötzlich hat mir jemand gesagt, du hast jetzt alle Wahlmöglichkeiten von vorne. So, guck, wie es weitergeht. Und da bin ich halt auf Reise gegangen. Im wahrsten Sinne. Also ich habe wirklich meine Koffer gepackt,
bin dann mal losgestiefelt. Also ich habe jetzt nicht so Backpacking-mäßig mir einen Rucksack gepackt und habe gesagt, ich gehe jetzt nach Thailand und reise, sondern bin erstmal einfach weggefahren. Ich wusste auch gar nicht jetzt, wie es weitergeht, sondern ich brauchte einfach Zeit für mich. Mhm. Ja, und letztendlich hat diese Reise irgendwie gar nicht mehr aufgehört. Also ich war immer wieder in Deutschland dann, kurze Momente so, also auch oft immer wieder für ein paar Monate, aber immer wieder hat es mich irgendwie so in Selbstentwicklung reingetragen. Also nicht, weil, also ich möchte dazu sagen, du nimmst dich überall hin mit. Ich dachte, okay, ich gehe jetzt auf Reise, ja, und wenn ich wiederkomme, dann wird alles anders. Überraschung, du bist immer noch da. Genau dasselbe Mensch, das ist vollkommen scheißegal, ob ich jetzt in Thailand, in Phuket oder in Deutschland bin. Und das habe ich mir dann auch irgendwann begrifflich gemacht. Und ja. Genau. Das Ding ist halt nur, ich wusste irgendwann, dass Deutschland halt einfach nicht die Base ist. Das hatte ich dir ganz am Anfang unseres Gesprächs auch gesagt. Deswegen sind wir halt viel auf Reise, weil wir halt nach dieser Base ja nicht suchen unbedingt. Wir machen ja so Slow Traveling. Wir sind jetzt nicht viel unterwegs, gucken uns viel an, sondern wir leben einfach dort dann an den Orten, wo wir sind. Halt einfach mit Einheimischen. Zu den Bedingungen, wie die Einheimischen auch leben. Also nicht im Hotel, sondern wir sind viel auch einfach in der Natur. Wir kochen viel auf auch offenen Feuerstellen. Wir sind viel einfach sehr natürlich, sehr minimalistisch unterwegs. Und ja, wenn wir jetzt aber den Bereich oder den Ort finden, wo wir uns wirklich wohlfühlen, wo wir sagen, hey, hier würden wir uns gerne ein Häuschen kaufen und das hier aufbauen, dann machen wir das. Aber das war eben der Prozess, durch den ich durchgegangen bin, wo ich dann halt echt auf äußere und innere Reise gegangen bin, in mir selbst und einfach viele Menschen getroffen habe. Das war für mich sehr, sehr wertvoll. Viele Menschen auf meiner Reise getroffen habe, mit denen ich mich unterhalten konnte. Über Themen unterhalten konnte, die ich in meinem Kopf, in meinen Gefühlen, die ich erstmal sortieren musste. Das Umfeld ist unglaublich, ist ein Nährboden für mich selber gewesen auch. Ist für jeden Einzelnen von uns, glaube ich, ein wertvoller Nährboden. Wenn wir uns mit Menschen umgeben, mit denen wir uns austauschen können, wo wir uns öffnen können, wo wir ehrlich sein können, wo wir selbst sein dürfen und uns das auch eingestehen, dass wir immer wir selber sein dürfen, ja, dann öffnen wir uns selber, sind wir ehrlich zu uns und ehrlich einfach zu allen anderen. Und genau. Also, absolut. Das war mein Weg. Meine Reise. Diese Reise endet halt auch nie. Und das ist eben das Spannende. Ne? Es kommen immer wieder so Aha-Momente, wo ich mir so denke, was? Das ist ja krass, das hätte ich mir niemals gedacht. Und hochinteressant, was ich auch wieder für Möglichkeiten in mir selber immer wieder aufs Neue entdecke. Und, ja, ja, das ist cool. Ich freue mich darauf, gerade dass diese Reise niemals endet. Ja, ja, das glaube ich. Vielen Dank erstmal, dass du auch deine sehr persönliche Geschichte mit uns geteilt hast. Ich halte das absolut nicht, also ich wünschte, es wäre selbstverständlich, aber ich halte es nicht für selbstverständlich, dass, ja, dass ein Mensch seine Geschichte so persönlich teilt und erzählt. Vielen Dank dafür. Und ich würde gerne einfach nochmal zwei Sachen hervorheben, also die mir jetzt einfach auch so hängen geblieben sind, weil sie bei mir wahrscheinlich so auf Resonanz gestoßen sind. Das ist diese Beziehung, die du beschrieben hast zu diesem wundervollen Kind in der Schule. Denn ich finde, diese Geschichte zeigt, dass Beziehungen, und egal ob es eine Freundschaft, eine Partnerschaft, Eltern, also wer auch immer das ist, aber dass zwischenmenschliche Beziehungen dafür da sind, um voneinander zu lernen. Und ein anderer Mensch spiegelt uns ja immer etwas, was in uns liegt. Sonst würden wir es gar nicht sehen können. Und das, finde ich, ist durch diese Geschichte, die du beschrieben hast, so wunderschön verdeutlicht worden, dass es ganz egal ist, wie ein Mensch aussieht, wie er ist, welche Sprache. Okay, dann wird es halt ein bisschen schwer zu sprechen. Aber dass es egal ist. Also dass Äußerlichkeiten zum Beispiel auch vollkommen egal sind. Und dass ein Mensch dir immer etwas gibt. Immer. Ob du jetzt dieselbe Sprache sprichst, dieselbe Hautfarbe hast oder was auch immer. Das ist vollkommen egal. Ein Mensch hat immer etwas zu geben. Und jeder Mensch gibt auch etwas. Und in dem Fall habt ihr voneinander gelernt und konntet euch gegenseitig so enorm bereichern und inspirieren, dass jeder für sich auch wieder etwas mehr Verständnis für sich hatte
und somit auch wieder eine Veränderung in sich stattgefunden hat. Und das ist durch diese Geschichte einfach so, das war so schön. Das ist so wundervoll gesagt. Das ist genau richtig. Das ist, ja, wir haben alle so unglaublich viel zu geben, total unabhängig von irgendwelchen. Also das hast du auch, bevor wir in dieses Gespräch eingestiegen sind, hast du gesagt, hey Alista, ich habe mich gar nicht so viel informiert jetzt, ich habe gar nicht so viel recherchiert, weil ich möchte dich kennenlernen. Und das fand ich sehr schön, das fand ich sehr, sehr, sehr schön, dass du das gesagt hast. Und dieses, ich öffne mich, egal welche Menschen, egal wer das ist, der da gerade vor mir steht. Ja, dieses unabhängig von Stand, Bankkonto oder Aussehen oder irgendwas, es ist vollkommen egal, denn wir sind alle gleich wertvoll und wir sind alle so, so voll von Gaben und wir können uns alle gegenseitig etwas geben. Und es ist so schön, einfach jedem Menschen zuzuhören. Die Geschichte, sich einfach anzuhören. Ich liebe Geschichten. Ich liebe es, mich mit Menschen hier auszutauschen auch und einfach deren Geschichten zu hören. Und das war das Wundervollste, was mir auf diesen ganzen Reisen einfach begegnet ist. Einfach Geschichten von Menschen. Das hat mir so unglaublich viel geöffnet in mir selber auch. Und ich glaube, wenn wir mehr von uns einfach teilen, wenn wir uns teilen, weil Teilen generell ist ein unheimlich wichtiges Tool, was wir Menschen besitzen, um uns selber näher zu kommen, dann denke ich, öffnet es sehr, sehr viele noch verschlossene Türen in uns. Wenn wir einfach wirklich versuchen, offener zu sein, zu geben und weniger selber zu verlangen und zu wollen. Ich sag mal so, ich mache mich so absolut gar nicht frei von Erwartungen. Ich mache mich nicht frei von irgendwelchen Glaubenssätzen, von irgendwas. Ich will überhaupt, ich habe nicht den Anspruch an mich selber, perfekt zu sein oder irgendwas, weil ich weiß, dass der Zustand nicht erreicht werden wird. Ich kenne zum Beispiel, einfach nur um das dazu zu sagen, sehr viele Menschen, die das als Priorität in ihrem Leben sehen und wirklich von Kloster zu Kloster pilgern, ja, und sich 24/7 nur damit beschäftigen, ihre Erwartungshaltung im Leben abzulegen. Und selbst diese Menschen schaffen das nicht. Ja, das heißt, ich habe mich auch mit solchen Menschen unterhalten und deswegen, egal was, ich möchte von mir selber als Mensch einfach nicht mehr zu viel erwarten. Ja. Und wenn ich warte, dass ich meine Erwartungshaltung ablege, ist das wieder eine Erwartung. Und genau, das ist eine Erwartung, irgendwie etwas zu bekommen. Ja. Und es ist viel schöner, einfach zu geben. Ohne zu erwarten, weil es wird zurückkommen. Und wenn ich das nicht erwarte und es kommt zu mir zurück, dann ist es umso wertvoller und umso wundervoller. Ja, das stimmt. Und was mir auch aufgefallen ist, das fand ich auch so, also es ist einfach auch so wichtig, nochmal zu betonen, weil du hast es auch mehrmals beschrieben auf deinem eigenen Weg, dass wir nicht immer einen Plan haben müssen. Also wir müssen nicht immer genau wissen, was passiert. Weil wenn wir auf unser Herz hören, und ich denke, das hast du beispielsweise in dem Moment, wo du einfach deine Koffer gepackt hast, weil da eben kein Taxi mehr stand, was dich abgeholt hat. Diese Aufgabe war nicht mehr da. Also hast du deinen Koffer gepackt und hattest aber auch nicht so richtig einen Plan, nehme ich an, was jetzt so die nächsten Monate passiert oder wie dein Leben jetzt aussehen wird die nächsten 10 Jahre. Ich denke, in dem Moment wusstest du das nicht. Und auch da, also hinzuspüren und sich selbst, ja, in Verbindung mit sich selbst zu sein, ist so, so schön, weil eben dann auch nicht wichtig ist, ob immer ein Plan da ist oder ob ich immer weiß, was jetzt gerade im nächsten Moment passiert oder die nächsten 5 Tage, die nächsten Monate, die nächsten Jahre, dass es auch einfach mal schön ist, dem Herzen zu folgen, ohne genau zu wissen, was passiert. Denn was soll passieren? Also was soll Schlimmes passieren, wenn du dem folgst, was in dir ist? Da kann man ja gar nicht falsch oder richtig bewerten, wenn du das bist. Und wenn dein Herz sagt, Koffer packen, raus hier, dann ist es was. Richtig, die Intuition, das Herz, es ist einfach so wertvoll. Das ist einer unserer besten Freunde, die wir haben. Ja. Und das Ding ist, es ist das Wundervollste, was mir hätte in diesem Moment passieren können, dass genau dieser Stecker gezogen wird,
dass dieser Stecker, der die ganze Zeit in diesem Netz an Strom war, was mich umgeben hat, ja, und dieser Strom, ja, unter dem ich die ganze Zeit überstand, und plötzlich wurde dieser Stecker gezogen und plötzlich war dieser ganze Strom aus und ich musste einfach mich neu orientieren. Und das, was in diesem Moment mir passiert ist, ist, dass ich die Kontrolle abgeben musste. Ja. Ich konnte den Zustand nicht mehr kontrollieren. Und für mich als Mensch, der die ganze Zeit alles in seinem Leben kontrolliert hat, wirklich von A bis B, komplett alles, ja, ja. Ich hatte alles, was nur, also ich meine, ich hatte immer einen Plan F noch, wo ich wusste, okay, wenn das passiert, dann das passiert und das. Und dann stand ich einfach da. Und das loszulassen, dieses Loslassen, dieses Gefühl von, okay, ich kann nichts machen. Ich kann einfach nichts machen. Und ich kann nur meine Stimme, die in mir plötzlich ertönt ist, die ich plötzlich auf einmal gehört habe, war so laut. Und die hat mich so zusammengeschrien. Die hat mich so zur Sau gemacht. Die hat gesagt, hey, und warum hast du keinen Plan für solche Situationen? Was ist eigentlich los mit dir? Willst du kannst dich hier alleine lassen. Richtig, genau. Du musst jetzt für uns warten und kommst jetzt und machen was und keine Ahnung. Es war Alarm, ja. In meinem Kopf, in meinem Körper, es war ein mega krasser Alarm. Und ich war aber einfach so schlafend, lag in diesem Bett und war eigentlich so müde. Ja, mein Kopf war so müde und so ausgelaugt, weil er einfach 24/7 auf Tour war. Und ich habe dann einfach zu mir gesagt, weißt du was, lass mich jetzt in Ruhe. Ich habe jetzt Urlaub. Ja, ich habe Urlaub. Und dann sind einfach Dinge, magische Dinge einfach passiert. Und hätte ich gesagt, okay, ich mache weiter. Alles klar. Okay, innere Stimme. I, Captain, ich werde sofort wieder lostingeln und mir einen neuen Job suchen. Ich werde ein neues Casting-Video drehen. Ich werde in meiner Agentur, mein Management, keine Ahnung was, was weiß ich. Es lag 1 Million Steine in meinem Weg, weil natürlich meine Agentur, mein Management und alle daran interessiert waren, dass ich sofort wieder irgendwo unterkomme, weil natürlich diese Menschen von mir profitieren, auch als Mensch, der in dieser Agentur dann ist. Und ich habe gesagt, ich bin jetzt erstmal weg, ist natürlich auch uncool. Und natürlich waren all die Dinge, die ich getan habe, auch bis heute noch. Auch heute findet mein Management, natürlich ist nicht cool, wenn ich jetzt gerade hier in Phuket sitze oder wenn ich für 2 Monate auf einem Stein im Ashram meditiere. Aber das sind Entscheidungen, die ich selber für mich treffe, wo ich ganz genau weiß, natürlich kann ich jetzt in einer Fernsehserie spielen oder ich kann jetzt natürlich die Welt retten, aber ich kann auch einfach sein. Ich kann auch einfach sein. Und es werden so viele neue Möglichkeiten kommen und das Leben ist ständig im Fluss, wie wir auch schon heute gesagt haben. Und deswegen ist alles gut. Und alles ist immer gut. Und die Hauptsache. Und also das ist wieder, das ist meine Meinung. Und jeder Mensch hat seine eigene Meinung. Aber meine Meinung ist, dass wir alles, wonach wir streben im Leben, tun aus dem einen Grund, dass wir uns wohlfühlen möchten. Wir möchten uns wohlfühlen. Und wenn ich jetzt wohlfühlen kann, in dieser Situation, in der ich bin, in dem Moment, in dem ich gerade lebe, ist alles gut. Das heißt, ich muss nichts hinterherrennen. Ich muss nicht an einem anderen Ort gerade sein. Meine Gedanken müssen nicht in der Vergangenheit und auch nicht in der Zukunft sein, sondern sie dürfen gerade jetzt hier sein. Und ich darf mich genau hier, wo ich jetzt gerade bin, einfach wohlfühlen. Und dann ist alles andere gut. Ist einfach gut. Ja. Ich wünschte, ich könnte jetzt kurz in den Flieger steigen, nach Phuket fliegen, um mich zu umarmen und Danke zu sagen. Ja, das machen wir. Vielen Dank, Alisa. Das waren so schöne, tiefe, tiefgründige Einblicke, so viele persönliche Wahrheiten, in denen sich, ich bin mir sicher, jeder wiederfinden kann an der einen oder auch anderen Stelle und da etwas für sich mitnimmt oder vielleicht auch etwas irgendwo ein Groschen fällt oder was auch immer es ist. Doch es war einfach so, so Inspiration und Bereicherung pur. Vielen, 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 vielen Dank dafür. Gibt es denn abschließend, magst du einfach auch nochmal erzählen, wo dich die Hörerinnen und Hörer finden können? Online oder auch offline vielleicht in diesem Jahr, falls du da irgendwie irgendwo bist oder irgendwas in Deutschland geplant ist oder wo auch immer, egal auf der Welt. Doch wo kann denn jemand Alisa oder euch beide auch finden?
Also wir sind jetzt aktuell in Thailand, aber auch nur noch für 2 Wochen. Dann geht es wieder zurück nach Deutschland und dort habe ich einige Projekte. Wir haben dort einige Projekte, unter anderem zum Beispiel moderiere ich am 10. März, also am 8. fliegen wir wieder zurück am 8. März. Am 10. März stehe ich auf der Bühne und moderiere das Marketingfest von Manuel González. Falls der ein oder andere sich dafür vielleicht noch interessiert, da geht es halt um den Marketing. Das ist, finde ich, auch immer eine sehr, sehr schöne, spannende Veranstaltung. Am 3. März werde ich Gedanken tanken moderieren. Ach Quatsch, Februar eben, entschuldige. 10. Februar ist, ja, ist das Marketingfest und am 3. März Gedanken tanken in Berlin. Eine wundervolle Veranstaltung auch zur Persönlichkeitsentwicklung. Und ja, da sind immer ganz viele tolle Speaker, ein wunderschöner Abend einfach vielleicht auch mal, um den mit dem Partner zu genießen. Ja. Ansonsten, online findet man uns bei www.basicprinciples.live und dort kann man sehr gerne jederzeit Kontakt zu uns aufnehmen. Wir haben Social-Media-Plattformen wie zum Beispiel Instagram, da sind wir viel, also da sind wir sehr aktiv und auch da kannst du uns in der Story verfolgen. Ansonsten, wenn es um Coaching-Anfragen geht, kannst du das sehr gerne über die Plattform, kannst du uns da kontaktieren. Und wir haben eine sehr schöne Community und zwar bei Facebook. Und zwar nicht eine Facebook-Community in dem Sinne, wo wir eine Facebook-Seite, so eine Fan, also wir haben eine Fanseite, aber die Facebook-Community läuft über den Messenger. Das bedeutet, wir haben ein Tool, da kannst du dich einloggen. Das Tool findest du auf unserer Webseite und da kannst du mit uns chatten jederzeit. Das heißt, dort, wenn wir zum Beispiel Sachen launchen, wenn wir dort geben wir eben in der Community immer wieder inspirierende Coaching-Übungen mit, was eben rund um das Thema Beziehung geht, Beziehung zu dir selbst, Beziehung zu deinem Partner, Beziehung zu deinem Umfeld. Wir hatten jetzt gerade einen Adventskalender zum Beispiel im Advent, haben jeden Tag eben wertvolle Dinge mitgegeben, schicken euch dort Voice-Messages oder sagen, wenn ein neues Video online geht. Wir werden jetzt bald mehr Videos machen auch. Also wir haben einen YouTube-Channel gestartet, aber da sind jetzt gerade 2 Videos online. Mhm. Genau. Das wird dort passieren und jederzeit kannst du uns da quasi schreiben. Das heißt, dass kein anderer das sieht, sondern dass nur wir das sehen, sodass wir dir auch persönlich antworten können. Ja. Oh, richtig, richtig toll, auch diese Möglichkeit überhaupt zu haben, also euch jederzeit zu schreiben und dann auch eine persönliche Antwort von euch zu bekommen. Das ist der Wahnsinn. Also richtig schön. Vor allem ist es super einfach, weißt du, weil jeder heutzutage hat Facebook und man klickt einfach diesen einen, wir haben da so einen Link und da klickt man drauf und dann bist du quasi in diesem Tool. Und du brauchst keine Mail formulieren oder sowas und genau, es ist halt echt super easy. Ja, richtig cool. Vielen Dank. Hast du noch es ist eigentlich total egal, was das ist. Das kann ein Buch sein, das können persönliche Worte sein, ein Film, irgendwas, was dir in deinem Leben begegnet ist, wo du sagst, das hat in mir oder hat mir so viel gegeben oder das war wie so ein Stein, der sich dadurch gelöst hat, vielleicht auch, dass das etwas ist, was ich jedem, also wovon ich einfach jedem erzählen möchte, weil es jedem etwas geben kann und deswegen teile ich das mit der Welt. Ja, was mir unheimlich geholfen hat oder immer wieder auch in Situationen, wo ich zum Beispiel auch rausgehe, wenn ich jetzt als Frau mich auch auf die Bühne stelle und weiß, ich bin jetzt hier den kompletten Tag aktiv, ich bin vielleicht Stresssituationen ausgesetzt und es ist viel Druck auf mir oder viel Verantwortung, die ich trage für viele Dinge, sei es, was auch immer es sein mag. Mache ich zum Beispiel Hypnosen mit mir selber, also Selbsthypnose. Mhm. Und das hat mir unheimlich viel geholfen, also mit Affirmationen zu arbeiten und vorher, bevor diese Momente kommen, in meinem Kopf diese Situation durchzugehen, um mich darauf vorzubereiten, ja, zu wissen, okay, was kommt da auf mich zu? Und dass ich das Gefühl für mich selber habe, ich vertraue mir selber und ich weiß, dass ich das wundervoll machen werde. Egal was. Ob es jetzt ist, dass ich ein Gericht koche,
oder ob es jetzt ist, dass ich mich auf eine Bühne stelle. Es ist unabhängig davon, was du vielleicht jetzt gerade als Herausforderung siehst, aber jeder für sich in seinen Herausforderungen, die er hat. Immer wenn ich eine Herausforderung habe, lege ich mich zum Beispiel gemütlich auf die Couch, ins Bett, da wo ich gerade bin einfach, wo ich mich wohlfühle. Ich habe meine Hypnosen für mich selber aufgesprochen und ich habe auch Hypnosen zum Beispiel genau von meinem Freund, mit dem ich zum Beispiel auch im Ashram bin, mit dem ich zusammen auch arbeite, der auch für mich ein Coach ist, der hat mir Hypnosen aufgesprochen und immer für diese Situation höre ich mir das an mit einer wundervollen Musik im Hintergrund, mit Affirmationen, die mir helfen, in meinen Zustand zu kommen von Selbstliebe, von Aufmerksamkeit, von Bewusstsein, wo ich mir selber auch immer wieder in meinem Kopf Dinge sage, wie die mir quasi für diese jeweilige Situation helfen. Mhm. Und die schreibe ich mir auch vorher manchmal auf. Ich schreibe mir vorher auf, wenn ich jetzt zum Beispiel auf so eine Bühne gehe oder so, was mich erwartet, wo ich denke, okay, ich manage jetzt den kompletten Tag dort und ich leite durch das Programm und die Menschen erwarten etwas von mir und dies und das. Das sind Glaubenssätze, die dann kommen, die nehme ich dann und ich schreibe mir auf, was mir da helfen könnte, zum Beispiel, dass ich mir sage, ich werde selbstbewusst diese Situation meistern, bla bla bla. Ich werde zum Beispiel mit Stärke und Kompetenz das und das machen und ich werde mit Spaß und Freude diesen Tag verbringen. Ja. Dass ich das auch finde in dem Moment, wo ich mir das sage, immer und immer wieder in meinem Kopf quasi, dass ich sehe, wie viel Spaß und Freude ich einfach empfinden werde in dieser Situation, die vorher für mich als stressig abgetitelt wurde. Mhm. Und plötzlich finde ich diese stressige Situation einfach als wundervoll, als Spaß, als Freude und freue mich darauf. Also Hypnose, genau, das hilft mir ungemein. Richtig cool. Dankeschön. Und weißt du, was ich eben gerade gedacht habe? Als du nämlich davon gesprochen hast auf der Bühne, dann dachte ich kurz, also ich weiß gar nicht, woher das gerade kam, aber es kam kurz so ein Gedanke, ja, ich sehe dich ja bald auf der Bühne. Und deswegen ist mir jetzt gerade eingefallen, ach warte mal, Gedankentanken. Ich habe mir zu meinem Geburtstag im März ein Ticket für Gedankentanken von meinem Freund gewünscht und wir gehen da zusammen hin in Berlin. Cool. Ja. Ja. Ja, richtig cool. Ist mir gerade erst wieder eingefallen. Wow. Oh, das ist ja, guck mal, so führen, das sind wieder Dinge, weißt du, ich glaube das sehr an das Universum. Ich glaube auch, also Zufälle gibt es nicht. Ich glaube, das gehört so. Oh, ist schön. Vielen, vielen Dank, Alisa, für deine Worte und deine Zeit. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne, Kira. Ich habe mich unglaublich gefreut, dass wir uns jetzt einfach uns gehört haben, ausgetauscht haben und danke. Mich würde wahnsinnig interessieren, was du aus dieser Folge für dich mitnehmen konntest und mitgenommen hast. Ich denke, da ist auf jeden Fall etwas für jeden dabei war. Ich danke Alisa an dieser Stelle nochmal ganz herzlich. Und wenn du Kontakt zu Alisa aufnehmen möchtest, dann findest du alles, also Website, auch alles über Basic Principles, findest du in den Shownotes dieser Folge und kannst dich somit auch direkt an Alisa wenden. Und jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, ein Hoch auf uns, deine Kira.